Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Es ist mal wieder Grillzeit. Ich habe meinen Drehspieß ausgepackt und auf dem Spieß seht ihr einen leckeren Rouladenspieß, XXL Rouladenspieß, wie auch immer ihr das betiteln wollt. Wie wir diesen Spieß machen, was wir dafür alles brauchen, seht ihr jetzt nach dem Intro. Viel Spaß! Für Woche habe ich euch ja jetzt ein Dutch Oven Video nach dem anderen rausgeballert und ein paar Pfannengerichte, aber ich wollte einfach mal wieder ein bisschen Abwechslung in meinen Kanal reinbringen. Ist, denke ich, für alle Beteiligten, die gucken, und auch für mich mal wieder eine gelungene Abwechslung. Und da kam mir auch hier mein Drehspieß ganz recht. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und bin dann eben auf die Idee gekommen, man könnte mal so eine richtig geile Sonntagsroulade, was eins meiner Lieblingsessen ist, auch mal wie so eine Art Spießbraten zubereiten. Haben wir ein paar Gedanken dazu gemacht. Das werde ich heute versuchen umzusetzen. Und was wir dafür alles brauchen, schauen wir uns jetzt im Einzelnen erstmal an. Der Hauptdarsteller vor unserem Video heute ist dieses Prachtexemplar an Schweinenacken. Das war gute 2 Kilo, war bis vor 10 Minuten noch am Knochen, ist mir vom Metzger meines Vertrauens rausgelöst worden. Dann haben wir hier ein paar Essiggurken, bereits in Scheiben geschnitten. Wir haben Zwiebeln, Bacon, dann haben wir hier ein bisschen Senf und hier haben wir noch Metzgergarn. Hier ist noch ein feines Gewürz von der Firma Lucoma. Da steht Muster drauf und V2. Das ist kein Mustersprengstoff für eine Rakete, sondern ein neues Gewürz, was ihr bald von mir bekommen könnt. Gibt es irgendwann mehr Informationen dazu. Geht aber in die Richtung Magic Dust, beziehungsweise ihr könnt hier jedes x-beliebige Gewürz verwenden. Wie ihr seht, so viele Zutaten sind es gar nicht, die wir hier brauchen. Und jetzt kommt die Sonne raus. Das gefällt mir natürlich noch umso besser. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und außer Zwiebeln schneiden haben wir heute eigentlich keine großartigen Vorbereitungsarbeiten im Sinne von Schnibbelarbeiten. Und das werde ich jetzt schnell machen und danach geht es gleich mit unserem Fleisch weiter, wie wir das dann schön zerlegen werden. So, hier haben wir jetzt unser schönes Stück Schweinenacken und das wollen wir natürlich auch befüllen wie eine Roulade. Dazu muss das Ganze erst einmal aufgeschnitten werden. Jetzt gehen wir nicht nur her und machen hier einmal so einen Schnitt in der Mitte, denn dann haben wir nur einen riesengroßen Fladen am Schluss, sondern wir müssen das ein paar Mal öfter aufschneiden. Deswegen setzen wir hier unten einfach einmal an und werden dann immer wieder das Ganze etwas weiter aufklappen. Für euch natürlich im Zeitraffer. Wenn ihr eher filigran veranlagt seid, dann solltet ihr jetzt eher wegschauen. Also sicherlich kein Meisterwerk, was ich hier veranstaltet habe, aber für einen schönen Spieß dennoch vollkommen ausreichend. Und wir werden jetzt beginnen, dass wir zuerst einmal unser Fleisch hier mit ordentlich Senf einstreichen werden. Welchen Senf ihr da verwendet, ist natürlich völlig egal. Ich habe hier den scharfen Senf von Bautzner. Die Bautzner Senfs sind meine Lieblingssenfes. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Senf? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Da wir unseren Braten in diese Richtung aufrollen werden, fangen wir auch dann hier hinten mit unserem Belag an. Hier hinten können wir alles ordentlich vollklatschen. Hier vorne müssen wir noch ein bisschen was freilassen, dass wir das dann auch schön rollen können und dass uns nicht alles rausquillt. Und beginnen werden wir nicht mit Gurken, sondern wir werden mit Bacon beginnen. Und da werden wir jetzt erstmal hier ordentlich Bacon als unterste Schicht hier hineinlegen. Denn Baconsaft gibt Manneskraft, sagt auch der Grill-Junkie immer. Deswegen brauchen wir hier richtig, richtig viel. Und als nächstes geben wir dann unsere Gurken drauf. Die habe ich mir heute schon in Scheiben geschnitten gekauft, denn dann habe ich dann immer rummachen brauchen. Und da werden wir das jetzt auch einmal komplett bis hinter, immer so ein bisschen versetzt belegen, sonst wird das Ganze zu dick. Wenn die Gurken oben sind, werden wir jetzt das Ganze hier schon mal mit unserem Gewürz ein bisschen würzen. Da darf ordentlich was drauf, dass da auch Geschmack hinkommt. Wenn ihr das nicht wollt, nehmt ihr nur Salz und Pfeffer.
Und als letzte Schicht geben wir dann noch unsere Zwiebeln hier drüber. Alles ganz genauso wie so eine Roulade sonntags, mittags aus Rindfleisch eben ist. Und weil ich jetzt noch ein bisschen Bacon übrig habe, werden wir hier als obere Schicht nochmal ein bisschen Bacon verteilen. Und dann müssen wir unseren Rollbraten hier natürlich einrollen und das werden wir jetzt machen. Und da schauen wir, dass wir mit ordentlich kräftig Zug drauf das Ganze hier einmal schön einrollen werden. Und da uns unser Braten so natürlich nicht halten wird, müssen wir das Ganze jetzt natürlich mit unserem Metzgergarn hier einmal fixieren. Und wie ihr das am Ende macht, das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist, dass es einfach nur schön zusammenhält. Und das Ganze werde ich jetzt mal machen. Auch hier vorne müssen wir schauen, dass wir da einmal komplett herumkommen und das alles hier ein bisschen verschließt. Also so sieht unser Rollbraten dann mittlerweile aus. Vereinzelt sieht man jetzt auch hier, wo nicht schön geschnitten worden ist am Anfang. Da bin ich einmal durchgekommen. Das sind jetzt kleine Öffnungen, aber das sollte am Ende des Tages halten. Und jetzt müssen wir das Ganze außen noch einmal schön würzen. Dann nehmen wir jetzt wieder hier unsere Gewürzmischung und werden das Ganze einmal schön einwrappen. Da könnt ihr richtig schön zärtlich drüber streicheln. Müsst auch nicht sparen mit dem Gewürz, dass da auch wirklich Geschmack rankommt. Ja, und dann heißt es eigentlich nur noch, dass wir das Ganze auf unseren Spieß hier, auf unseren Zorro-Degen hier aufspießen müssen. Und das werden wir jetzt einmal machen. Und das soll dann nicht butterleicht gehen. Und das tut es auch, sind wir auch schon durch. Wir ziehen das einmal, bis wir ungefähr in der Mitte sind. Dann drehe ich das mal für euch und dann werden wir hier einfach alles mit unseren Nadeln hier fixieren. Und das dann schön festmachen. Und das Ganze braucht natürlich auch eine Gegenspielernadel und die werden wir hier auch fixieren. Und dann ist unser schöner Rouladenspieß ja auch derweil vorbereitet. Ich werde ja ein bisschen zusammenräumen und dann sehen wir uns gleich beim Gasgrill wieder. Ja, geblendet von der Sonne bin ich jetzt hier an meinem Gasgrill angekommen und wir werden uns das Ganze jetzt erst einmal anschauen. Wie ihr seht, ich habe hier meinen Spieß schon eingesetzt in den Motor. Prinzipiell könnte man gleich auch starten. Da hier doch einiges an Flüssigkeit austreten wird, habe ich unten so eine kleine Konzeschale drunter gestellt, die das Gröbste am Fett auffängt. Wenn ihr wolltet, könnt ihr da jetzt auch noch Gemüse mit reingeben, dass ihr da eine Soße dazu hättet. Die brauche ich heute nicht. Und dann werden wir uns einfach mal unseren Heckburner anschalten. Und wenn der Heckburner läuft, bleibt eigentlich nur noch, dass wir unseren Motor anschalten müssen. In die richtige Richtung dreht er sich jetzt auch. Also wir drehen uns einmal von der Flamme hinten weg, damit das Fett quasi einmal das Austritt um den Braten mit rum transportiert wird. Und so ist es genau richtig. Wie lange der Braten jetzt hier seine Runden drehen muss, kann ich so pauschal nicht sagen. Vielleicht 1,5 Stunden, vielleicht 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden. Ich werde das Ganze beobachten, werde ab und zu immer ein bisschen die Kerntemperatur messen. Da seid ihr natürlich einmal mit dabei und dann heißt es eigentlich nur noch warten. Und wir schließen hier unseren Deckel. Bis nachher. Ja, so sieht der Braten jetzt in der Zwischenzeit aus. Ihr denkt euch sicherlich, what, was ist hier passiert? Also der ist ein bisschen schwarz geworden. Warum ist er schwarz geworden? Ich wollte nach einer guten halben Stunde die Nadeln wieder zusammenschieben, weil ja doch ein bisschen schrumpft unser Braten. Und habe den Motor ausgeschalten, ihn nicht mehr angeschalten und deswegen ist er auf dieser Stelle da drüben ein bisschen schwarz geworden. Ich versuche schon die ganze Zeit, das alles hier ein bisschen mit dem Messer so abzukratzen. Ist kein Beinbruch, schaut nur nicht schön aus. Zur Not schneiden wir das dann später einfach weg. Und ihr wollt am Finale natürlich auch noch wissen, wie viel Grad haben wir in unserem Fleisch aktuell nach gut 1/4 Stunde. Das werden wir jetzt mal überprüfen. Also wir sind auf einem guten Weg. Hier sind wir bei 47 Grad, wenn wir auf einer anderen Stelle prüfen. Ja, hier sind wir schon bei 53.
Ich denke mal, der wird nur ein gutes Stündel brauchen und dann ist der auch soweit fertig. Den lassen wir dann weiterhin seine Runden drehen, Deckel wieder zu und wir sehen uns nachher. Hier sind wir, gute 2 Stunden sind insgesamt vergangen. Unser Braten hat jetzt eine Kerntemperatur von knapp über 70 Grad und das ist perfekt so. Und jetzt schauen wir uns das Baby mal an und dann wird es von unserem Spieß heruntergemacht. Also richtig schön Farbe bekommen. Das Einzige, was ein bisschen stört, wie gesagt, unsere Stelle hier, wo ein bisschen schwarz geworden ist. Aber das sieht man im Moment gar nicht mehr so tragisch. Und jetzt werden wir uns den Spieß hier einfach mal runterholen. Unsere Fäden hier, unseren Metzgergarn, die können wir uns jetzt erstmal so weit runter machen. Den brauchen wir nicht mehr. Das meiste der Fäden werde ich jetzt erwischt haben. Ich hoffe alles. Und dann werden wir jetzt hier einfach mal einen schönen Mittelschnitt ansetzen. Boah, mega Leute. Schaut euch das an. Und ultra saftig. Wow. Also ich sabber hier gerade mordsmäßig. Und hier werden wir uns jetzt so ein schönes Scheiberl einmal runterschneiden, dass wir da was zum Probieren haben. Der zerfällt natürlich, das ist ein bisschen schade, aber macht gar nichts. Und Leute, das sieht grandios aus. Ja Freunde, dann ist Probiererle Zeit. Also hier ist mein zerflattertes Fleisch. Das habe ich jetzt einfach so ein bisschen zerflattert, damit ich das besser probieren kann. Und das werde ich jetzt auch machen. Geruchstechnisch wie Rouladen, wie man sie einfach kennt. Und jetzt der Geschmack. Aber wenn es das Gericht nicht schon geben würde als ein Original mit Rindfleisch, hätte ich jetzt hier definitiv die neuen Rouladen erfunden. Brutalst. Also das ist das, so wie ich mir einfach Rouladen sonntags, mittags vorstelle, mit richtig schönen Knödel, also einem Braten. Nur das haben wir heute nicht. Wir haben einen Spießbraten, keine Soße damit mit dabei, beziehungsweise nur ganz wenig, aber 100% Rouladengeschmack. Dazu ein richtig geil eingerubbtes Fleisch mit richtig würzigem Geschmack und butterweiches Fleisch. Harmoniert super. Mega Begeisterung bei mir, also ein super mega Gericht, was ich euch hier einmal herzlichst ans Herz legen kann. Brutal, also ja, mir fehlen jetzt gerade wirklich die Worte, seit langem mal wieder. Hätte ich so nicht erwartet, dass es so geil ist. Und ich werde mir das jetzt auf jeden Fall schmecken lassen, komme hiermit auch zum Schluss. Hammer. Ich hoffe, das kleine Video hat euch soweit gefallen. Wenn es so war, gebt mir den Daumen nach oben. Einen freundlichen Kommentar, solltet ihr noch keine Abonnenten sein. Dort drüben könnt ihr das gerne jederzeit nachholen. Ich bin raus, sagt danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer McAllister. Und jetzt essen. Hammer.